in Donawitz auslöst, die sind natürlich längst vorbei. Aber auch heute noch ist er die große Hoffnung der Donawitzer und heute spielten die Mannschaft von TSV Alpine gegen Mödling. Ob es wieder ein Schachner-Tor gibt, man wird sehen. Auf jeden Fall sehen die 1500 Zuschauer in Donawitz ein sehr kampfbetontes und von Binian überraschend offensiv gespieltes Spiel. Foul an Robakiewicz, Freistoß. Und das ist bereits das 1:0 durch Fred Schaub für die Mödlinger in der 6. Minute. Schön angetragen und Angerer geschlagen. 1:0 für Mödling. So haben sich die Donawitzer Fans den Beginn sicher nicht vorgestellt. Aber die TSV Alpine lässt sich durch diesen Treffer nicht irritieren. René Pauritsch auf Schachner. Und der eiskalt nützt er die Chance zum 1:1 in der 9. Minute. 3 Minuten nach dem Führungstreffer bereits der Ausgleich. Schaub auf 1:0, Schachner auf 1:1. Die Routiniers haben zugeschlagen. Die Steirer haben in Folge mehr vom Spiel. Fehler von Heiling. Schachner auf der rechten Seite. Flanke. Stankovic fährt vorbei. Und Pauritsch über das Tor. Große Chance auf das 2:1. Und weiter TSV Alpine. Gleich zwei Mödlinger sind hier vorbeigefahren. Walter Schachner. So eine Situation, die mager, wenn allein aufs Tor geht. Aber weiter am Tor vorbei. Es bleibt weiterhin beim 1:1. Walter Schachner, der gefährlichste Mann auf dem Platz. Sein Gegenspieler Hermann wird ausgetauscht. Für ihn kommt De Georgi und von nun an kümmert sich Zisser um den Ex-Internationalen. Aber auch er hat seine Probleme mit Walter Schachner. Und hier kann er sich wieder lösen. Schuss und Weidenauer hält. Aber die Mödlinger können nicht nur vom Stand her, sondern auch vom Spielgeschehen her das Spiel offen halten. Hier Bauer. Flanke auf Achter, ganz alleine und da lässt er sich vielleicht eine Spur zu lang Zeit. Es bleibt nach 45 Minuten beim 1:1. Ja, und nach der Pause fängt TSV Alpine etwas zurück. Der Fehler von Unger, Bauer. Schöner Haken nach innen, aber Peintinger verbessert den Fehler seines Mannschaftskollegen. Kein Tor für die Mödlinger. Aber Mödling bestimmt jetzt das Spiel. Hier Schaub, viel Platz hat er hier auf der linken Seite. Schaut auf. In der Mitte wacht er ganz alleine und das ist das 2:1. Zum zweiten Mal Mödling in Führung in der 54. Minute. In Zeitlupe, Flanke von Schaub. Wachter umgedeckt. 2:1 für Mödling. Die Mödlinger technisch eine Spur besser. Und jetzt mit dem Selbstvertrauen der führenden Mannschaft. Bauer. Marasek auf Schaub und sein Schuss geht knapp am Tor vorbei. Es ging Ende des Spiels. Versuchen die Donawitzer noch einmal zumindest den Ausgleich zu erzielen. Hier passieren gleich mehrere Abwehrfehler in der Mödlinger Verteidigung. Flanke von Auffinger. Und Walter Schachner, das wunderschöne Kopfball aus Abseitsposition. Es bleibt beim 1:2. So, die Ergebnisse haben wir hier noch einmal eingeblendet in der Tabelle. Führt Sturm Graz vor Vienna, LASK und Krems. Das sind die vier Mannschaften, die im Augenblick qualifiziert werden. Die Ergebnisse im Abstiegsplayoff: Stockerau-Wattens 1:1 und Ried gegen Klagenfurt 1:1. Gestern Spital Donaufeld ebenfalls 1:1. Ein Spiel morgen, VVC Altach. Auch hier